Hallo mein Freund und herzlich willkommen zur Ergreifung von Offizier Wassili Kropotkin. Das ist der Filmemacher und der nächste Offizier bzw. Lieutenant von Operation Motherland auf unserer Liste. Obwohl das hier jetzt eigentlich eine 3-Sterne-Region ist, habe ich mich dann doch dazu entschlossen, wieder nur Wassili mitzunehmen. Passt ja. Wassili und Wassili Kropotkin. Und auch die Klasse nicht zu ändern. Sehen ja, wie weit wir so kommen und dann, wenn es gar nicht geht, dann kann ich die restlichen Kameraden ja immer noch aktivieren. So, schauen wir doch erstmal, was hier so los ist. Wir haben hier eine 2-Mann starke Patrouille. Hat alles echt gut getarnt. So, schauen wir mal. Hier haben wir einen Haufen Zivilisten. Und dort irgendwo ist auch der Laptop, den wir hacken sollen. Der ist es wohl nicht. Ach nee, das ist hier unten. Das ist kein Suchgebiet, alles klar. Okay. Haben wir denn hier in dem Gebäude irgendwelche Feinde? Das ist Kropotkin. Was für ein selbstgefälliges Arschloch. Okay, hier haben wir einen Minigunner an der einen Tür, einen Minigunner an der anderen Tür. Das heißt, wir kommen da nicht rein. Ein Stratege. Haben wir noch irgendwo einen Scharfschützen? Das wäre eigentlich so meine größte Sorge. Auf dem entfernten Dach, da haben wir einen Generator. Ansonsten sehe ich so auf Anhieb keinen weiteren Scharfschützen. So, da kommt die nächste Patrouille. Inklusive Strategen. Wo sind die anderen beiden denn hingelaufen? Die müssten eigentlich ja da hochgegangen sein. Ach, da hinten rumlaufen die, okay. So, snacken wir mal die beiden da vorne weg. Ziemlich gut. Und den einen, der da steht. Wenn er noch da steht. Ja. Hallo. Okay, 3 weniger. Das Helipad ist sauber. Ich muss dran denken, dass wir auch noch die Tarnung haben. Das vergesse ich so gerne. Machen wir jetzt mal gerade an, wenn wir hier um die Ecke gehen. Stratege. Was wollen Sie? Echt gut, dass die Zivilisten uns sehen können, aber die Feinde nicht. Ah, hallo, wen haben wir denn da? Okay, so, das war die andere Patrouille. Haben wir jetzt hier einen drin? Ich hoffe nicht. Vielleicht kann Russland wieder stark werden. Ist das jetzt unten drunter oder nebendran? Nebendran, das muss ich mich drum kümmern. Oh, keine Ahnung. Und da auf jeden Fall nicht. Das ist wahrscheinlich unten drunter, ne? Ich müsste die 3 Leute hier wegschaffen, die 3 Leichen. Denn wenn der andere Stratege wieder zurückkommt, dann entdeckt er die. Ich möchte gerne vermeiden, dass da Verstärkung gerufen wird. Nein! Ach verdammt! Ah. Na toll. Ich bin verletzt. Muss nachladen. Nun, das hat ja nicht so gut geklappt. Wieder. Sehr gut. Auf jeden Fall nicht so. Pff, hat sich selbst getötet, oder? Oh, da geht's nicht rum. Oh, oh. So, erstmal verarzten. Tarnung an und verarzten. Feindliche Unterstützung ist da.
Ob wir das auch hätten. Nee, ich glaube nicht. Also so richtig ganz ohne entdeckt zu werden hier. Doch, das geht bestimmt auch. Das geht bestimmt auch. So. Ja. Genau, Ombris. Augen auf. Schon wieder von diesen. Holt euch diese Wichser! Von diesen Nachtfalter-Dingern. Holt sie euch! Oh, hallo. Haben wir jetzt. Oh, Alter. Der ist tot? Ja, gut. Ich hätte gerne eine Taste, um die. Um mein Magazin zu checken, wie viele Kugeln noch drin sind. Oh oh. Wer läuft los? Wer ist das? Verstärkung. Okay. Sauber, Boss. Hallo? Haben das alle? Der Stratege ist noch da drin. Ike Kropotkin nehme ich an. Oder ist da nur der Laptop drin? Nee, ich glaube, da hat er gesagt, das ist Kropotkin. Nee, ich treffe den Generator so nicht. Schade. So vielleicht? Nee, keine Chance. Ich treffe nur das Dach. Habe ich. Nur nicht ausgerüstet. Das Ding hier. Wollen wir mal da hinwerfen und gucken. Okay, da hat da drin noch ein paar Bodyguards. Kann ich den rauslocken? Oh, wer schießt denn da? Ich habe das Gefühl, ich habe hier gerade Soundprobleme. Ist meine Bandage wieder abgefallen? Nee, gut. Ah, okay. I see. Kann ich da durchschießen? Also wenn ich das kann, können die das auch. Ist gefährlich. Ah, wieder kein Sound. Ah, Mann, diese Bugs. Das muss doch nicht sein. Au, 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 au. Ja, ja, so gut die Deckung. Ich werfe dann derweil nochmal so ein Ding. Guck mal, wo deine Kameraden sind. So, das war einer. Und der andere ist da hinten. So, jetzt ist er nur noch alleine da drin. Trotzdem immer noch schwierig. Ich will ihn ja nicht töten. Nein, ich wollte die Waffe nicht aufheben. Durch die Wand. So, mit welcher Taste mache ich das? E, okay. Oh oh. Au! Ja, natürlich. Greifen! Jawohl. Hallo, Kropotkin. Bitte, tun Sie mir nichts! Das liegt nicht in meiner Hand, Genosse. Das entscheiden die Outcasts. Ich hoffe, ich kann den in den Heli setzen, ohne dass er von selbst wieder aussteigt. Ich muss ja noch darunter den Laptop hacken. Ist diesmal nicht ganz so smooth gelaufen wie beim letzten Mal, aber trotzdem ganz gut eigentlich soweit.
Eigentlich könnte ich die Tarnung ausmachen, weil ich höre keine Feinde. Die Kampfmusik hat auch aufgehört. Wo ist eigentlich Vasili? Team, zu mir. Bei mir sammeln. Ach, da ist er. Still bleiben. Stop. Die wissen nicht, dass wir noch da sind. Das ist sehr gut. Bleibe ich aber doch nicht stehen, da gehe ich doch gerade erst recht weiter. Aktiviere Nachtsichtbrille. Ich gehe so langsam. Habe ich etwa wieder vergessen, nach dem letzten Mal Waffe wechseln? Ja, habe ich wieder vergessen. Ich habe vergessen, die Waffe wieder aufzuwerten. Ah ja, schön. Ein Feind? Sieht nicht so aus. Sehr gut. Nice. So, da haben wir den Laptop. Überall diese Nachtfalterteile. Gut. Übertragung gekappt. Nichts wurde gesendet. Sehr gut. Sehr schön. Dann schnappen wir uns jetzt Kropotkin und dann sind wir weg. Beziehungsweise wir haben ihn ja schon geschnappt. Er ist wieder ausgestiegen. Die Tarnung vielleicht doch noch. Oh nein, ich habe schon wieder keinen Sound. Die Tarnung macht keinen Sound, gar nichts. Ah, jetzt. Also wenn ich jemanden so gefangen nehmen würde, dann würde ich dem ja die Waffe wegnehmen, aber was weiß ich schon. So, Vasili böse, Vasili gut. Vasili gut darf jetzt einsteigen, bitte. Und jetzt aus Versehen Fallschirmsprung machen und abstürzen. Lustig wäre es, wenn die jetzt auf den schießen würden, weil er ja ein Feind ist. Lassen Sie mich gehen. Zeigen Sie Gnade, die Outcasts bringen mich um. Ich könnte es Ihnen nicht verdenken, aber das sind keine Monster wie Sie. Schauen wir uns den auch mal noch an. Schön. Ich mag ja diese Mäntel echt gerne. Ansonsten finde ich den Skin eigentlich echt ziemlich hässlich. Liegt aber daran, dass ich diese Bulldog-Gasmaske einfach gar nicht mag. Naja, okay. Ab in den Schnellstart-Heli. Mit dir und dann warten wir auf den Funkspruch mit Bowman. Bowman, Nomad hier. Die Übertragung hatte noch nicht begonnen und das wird sie auch nicht mehr. Ich hab Kropotkin. Ich bin erleichtert, dass Sie ihn lebendig gefangen nehmen konnten. Wir werden ihn ausquetschen. Und hey, wir haben bereits eine Aufnahme bei ihm gefunden. Hören wir mal rein. Kropotkin, Sie müssen Ihre Arbeit übertragen, sobald unsere Mission abgeschlossen ist. Die Öffentlichkeit dürfte die USA und ihre Freunde zwingen, Sentinel und die Wolves anzugreifen. Dann können die Bodaks entkommen. Dieser Konflikt wird zur Zerstörung von Auroas Ressourcen und aller Beweise unserer Verstrickung führen. Wir müssen die Stimmverzerrung analysieren. Wir müssen verhindern, dass die USA und ihre Verbündeten auf Auroa intervenieren oder dass Russland sich weiter radikalisiert. Kropotkin redet schon. Er kooperiert. Er bestätigt alles, was wir gerade gehört haben. Er
Er sagt, die Boddaks wollten alles Mögliche an Technik beschaffen und eine Schneise der Verwüstung hinterlassen, um von sich selbst abzulenken. Sie wollten sich nie lange auf Aurora aufhalten. Die Wolves und Sentinel sind nur Kanonenfutter für sie. Das könnte ein Zeichen für eine Operation unter falscher Flagge sein. Oder etwas noch Verwerflicheres. Eine Organisation, die nicht zögert, Sentinel und die Wolves zu belasten, um einen größeren Plan umsetzen zu können. Die Zerstörung von Aurora würde verhindern, dass sich irgendjemand die Skelltechnik aneignet. Verstanden. Nomad out. Und es war wieder diese Frauenstimme. Wie beim letzten Vitali, wie hieß der noch? Vitali irgendwas. Ja, auch schon. Da war es auch diese Frauenstimme. Naja, wir werden es garantiert noch erfahren. In der nächsten Folge vermutlich nicht, aber in der übernächsten Folge spätestens, denke ich. Nee, eigentlich in der drittnächsten Folge. Lieutenant, Golem Island und dann Lieutenant auf Golem Island. Wenn das nicht in einem ist. Okay, dann auf jeden Fall bis zur nächsten Folge, mein Freund. Ich freue mich auf dich. Wir sehen uns.